her. Hier muss die Tankstellendichte enorm sein. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mich verfahren. Aber wir wissen, wer aufhört zu suchen, der findet. Wow. Hier hat sich ja einer ausgetobt. Das ist ja ein Volltreffer hier. Schreien. 5 Liter, 5 Liter, dein Pendel. Kann man auspendeln, ob das ein guter Ort ist, Benzin zu verkaufen? Oh. Pardon? Oh, buongiorno. Pardon. My name is Friedrich Lichtenstein. Vito Fisoni. Wo bin ich hier? Sie sind hier in einem Tankstellenmuseum. Diese Sammlung habe ich in 40 Jahren selber zusammengetragen. Jedes Stück hat seine eigene Geschichte und insgesamt umfasst die Ausstellung 100 Jahre Tankstellengeschichte aus der ganzen Welt. Angefangen hat das in Amerika, aber dann hat Europa alles von dort kopiert. Was war Ihr Beruf? Ich hatte ein Bauunternehmen, das nur Tankstellen gebaut hat. Und weil da so viel weggeschmissen wurde, habe ich begonnen, die interessantesten Teile zu sammeln. Überall in Europa, sogar in Albanien, habe ich Tankstellen gebaut. Und so habe ich diese Sammlung aus 6000 Teilen zusammengestellt. E così ho messo insieme questa raccolta, che sono 6.000 pezzi. Diese Leidenschaft kam in den 60er Jahren, als ich angefangen habe, für die Ölbarone zu arbeiten. Das waren damals alles Millionäre. Ich dachte, wenn ich für die arbeite, dann bleibt bestimmt auch was bei mir hängen. Und so habe ich angefangen, Tankstellen zu bauen. Es ist wahrscheinlich eine der größten Sammlungen. Ja, das ist die größte Sammlung der Welt und auch die vollständigste. Eines der eigenartigsten Teile ist die Zapfsäule von Benito Mussolini aus dem Palazzo Venezia in Rom. Dort im Garten gab es Zapfsäulen für Mussolini und seine Regierungsmitglieder. Dies hier ist die Zapfsäule von Benito Mussolini. Hier gab es pures Benzin. Italien war ja wegen der Streitigkeiten um die Kolonien mit Sanktionen belegt und bekam deshalb wenig Öl geliefert. So hat Mussolini das Mischbenzin mit Alkohol aus Rüben auf den Markt gebracht. Und damit auch der Landwirtschaft geholfen, die ja die Rüben anbauen musste. Mussolini wurde gemeinsam mit seiner geliebten Petacci in Giolino di Mezzegra umgebracht. Das ist ein Dorf in der Nähe von Dongo am Comer See. Am darauffolgenden Tag wurden sie nach Mailand gebracht und ihre Leichen an einer Tankstelle aufgehängt. Lì
Hier wird die Tankstelle gerade abgerissen. Die gibt es auch seit vielen Jahren schon nicht mehr. So hat die Geschichte des Faschismus am Piazzale Loreto in Mailand ihr Ende gefunden. Hier ist eine Zapfsäule für russisches Benzin aus Baku. Baku war damals russisch, heute gehört es zu Aserbaidschan. Und obwohl der Faschismus und der Kommunismus verfeindet waren, kam das Benzin dennoch aus Russland, weil es einfacher war. Und in Italien wurde es von der Firma Petrolea vertrieben. Die schönste Zapfsäule ist diese da. Das sind Zwillinge. Siamesische Zwillinge. Das ist ein Originalstück mit zwei Pumpen und zwei Produkten. Sie ist eine der ersten elektronischen Zapfsäulen aus dem Jahr 1936, da man erst damals damit anfing. Für mich ist es die schönste, weil das Design so speziell ist. Vielen Dank. Arrivederci. Ciao.